Moin Moin Sigurds Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play hier auf eurem Sigurds Kanal. Ja, ungewohnterweise sind wir heute mal im Hafen. Und immer wenn wir im Hafen starten, gibt es eine Besonderheit und diese Besonderheit ist mal wieder eine Tarnung. Und zwar stelle ich euch heute die Kleber CLR vor. Was heißt CLR? Das heißt Colorful. Laut Angaben von Wargaming also haben wir hier eine Kleber, die 1 zu 1 identisch ist zu der ganz normalen Kleber. Aber ihr kriegt ein neues, tolles Farbdesign, ein Farbschema. Und das gucken wir uns hier mal im Hafen direkt an. Ich denke mal, da kann man es am besten sehen, bevor wir nachher nochmal rein ins Gefecht gehen. Ja, und die Kleber ist gelb-gold, könnte man jetzt sagen. Und sie glänzt oder sie spiegelt metallisch. Wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, ich gehe gleich mal immer ums Schiff herum, dann sehen wir halt diese Spiegelung hier. Ja, ich denke mal, es ist eher Gold, soll ein Gold gehaucht sein. Das Deck ist dann schwarz. Und was mir noch aufgefallen ist, das sehen wir, wenn wir hier rumgehen, wir haben überall noch schwarze Akzente an den Seiten und das ähnelt doch stark Carbon. Also ich würde mal denken, es ist auch an Carbon angelegt. Könnt ihr mal gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, ob ihr das auch so seht. Oder generell natürlich, wie ihr dieses Farbdesign hier findet. Also auf jeden Fall sind wir verdammt auffällig. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, mit diesem Farbschema werden wir definitiv auffallen. Ob man nun gelb mag oder nicht mag, das sei jetzt mal dahingestellt. Das kann jeder natürlich für sich selber entscheiden. Aber ich denke mal, gelungen ist es auf jeden Fall. Also die Grafikdesigner bei Wargame haben wieder einen guten Job gemacht. Dementsprechend haben wir hier unsere colorvolle Kleber. Und ich bin natürlich mit der Kleber CLR eine Runde unterwegs gewesen, aber für euch erstmal an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr ein Replay einsenden wollt, was wir auf YouTube eventuell zeigen, dann gerne replay.sigfrotz.de aufrufen, euer Replay hochladen, alle vier Endscreens nicht vergessen und auch die Kapitänskill und die Verbesserung mit anhängen, damit wir natürlich wissen, wie ihr euer Schiff geskillt habt, mit der ihr diese Runde gefahren habt. Aber zunächst schauen wir uns erstmal meine Kapitänskillung an. 21 Skillpunkte habe ich hier vergeben und zwar in der ersten Reihe beim Kapitän Beschussalarm und präventive Maßnahmen geskillt. In der zweiten Reihe typischerweise für den Zerstörer mittelste Anstrengung. In der dritten Reihe natürlich Hauptbatterie und Flugabwehrspezialist, um hier nochmal 5% bei der Nachladezeit der Hauptbatterie rauszuholen. Dann der Adrenalinrausch und als letztes Experte der Überlebensfähigkeit, um natürlich die Strukturpunkte noch ein bisschen weiter in die Höhe zu reißen. Und in der letzten Reihe furchtloser Raufbold und der Tarnungsmeister drin. Kann man bei der Kleber sicherlich auch noch ein bisschen anders machen, je nachdem wie ihr da halt das Schiff fahren möchtet, ist ja eine ganze Idee. Ja, manch einer verzichtet dann vielleicht lieber auf die Tarnung und nimmt sowas nochmal wie Inspekteur mit. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei den Verbesserungen habe ich mich dann V-Bewaffnungsmodifikation 1 entschieden, Schutzsystem für Manövrierbarkeit, Zielsystemmodifikation 1, Antriebsmodifikation 1, dann nochmal Tarnsystemmodifikation 1 und als letztes nochmal Hauptbatteriemodifikation 3. Das bringt dann euch nochmal minus 12% bei der Nachladezeit der Hauptbatterie. Jetzt gehen wir mal rein ins Gefecht hier, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, bei der Kleber Colorful handelt es sich letztendlich um eine Kleber, so wie ihr sie aus dem Forschungsbaum kennt, also Tier 10, französischer Zerstörer. Ja, ihr könnt genau dasselbe von dem Forschungsbaum erwarten, was ihr von dieser Kleber CLR erwarten könnt. Wir haben hier keine Abwandlungen drauf, also keine verbesserten Geschütze, keine bessere Nachladezeit oder dergleichen. Dementsprechend, ja, ihr wisst, was ihr von der Kleber erwarten könnt. Dementsprechend, wer gut mit der Kleber umgehen kann und sagt, ich möchte hier so eine coole gelbe Tarnung haben, ja, der kann sich hier diese Kleber CLR zulegen. Ansonsten, wie gesagt, muss man das nicht zwingend haben. Es ist eigentlich nur eine optische Geschichte. Ja, typischerweise sollte man natürlich die Kleber ein bisschen auf Reichweite fahren, die Gegner aus ja, höheren Entfernungen nerven, aber dadurch, dass ihr hier seht, bei C ist kein anderer Zerstörer hier gerade unterwegs, muss ich natürlich vorne versuchen aufzudecken. C wird ja aber gekappt, dementsprechend ist auch ein anderer gegnerischer Zerstörer hier irgendwo in der Nähe. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hinten die Almirante Grau, die da sich dahinter hinterm Felsen versteckt hat. Und ich muss hier aufpassen, dass ich gleich an der Insel Beache und da hinten der Kurfürst mit seiner Secondary. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir nähern uns also hier der Situation erstmal an. Dementsprechend erstmal ein bisschen ruhiger machen, aufpassen. Wir haben ja schon gesehen, da sind ganze Menge an Torpedos auf uns zugerollt gekommen. Wir wissen ungefähr die Richtung, wo der genische Zerstörer sein könnte. Wir gehen natürlich hier früher auf. Selbst mit Doppeltarnung kommen wir hier nur auf einen Tarnwert von 7,76 Kilometer. Und damit ist uns natürlich fast jeder andere Zerstörer hier so ziemlich überlegen. Wir werden definitiv immer dann früher aufgehen. Wir haben es ja gesehen, der Gegner kann uns aufdecken, also ist da irgendwas anderes unterwegs. Die Torpedosalve kam ja auch schon an, die wir dodgen mussten. Aber deswegen bespaßen wir erstmal hier den Kurfürsten, gehen erstmal so ein bisschen in den Schatten der Insel rein, damit uns keine gegnerischen Torpedos hier treffen können. Und den Kurfürsten, da sehen wir ja relativ gut auf dieser Entfernung, wann da
ja, geschossen wird. Und zwar kommen die Shells jetzt an, da sehen wir es auch schon, ne? Rot oben aufleuchten, haben wir gesehen, deswegen habe ich auch Beschussalarm mit geskillt. Wir beschleunigen einmal und dementsprechend können wir den gegnerischen Granaten hier ganz gut ausweichen. Sekundärartillerie schießt natürlich auf uns, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber auf der Entfernung ist es dann relativ gut zu vermeiden, dass wir hier häufig getroffen werden. Wenn es dann halt brenzlig wird, müssen wir aus dieser Gefahrensituation natürlich noch ein bisschen weiter herausfahren. Das Spielen tue ich dann ein bisschen mit Beschleunigen und Rückwärtsfahren. Da muss man dann halt ein bisschen abschätzen können, ob auf einen geschossen wird, beziehungsweise wann auf einen geschossen wird. Ihr habt es schon gesehen, jetzt hat es gerade wieder kurz rot aufgeleuchtet. Dementsprechend mal wieder ein bisschen anfahren, um hier zu vermeiden, dass uns die Granaten entsprechend treffen. Ja, und ihr seht auch schon, der Kofus hat dann gar keine Lust mehr auf uns. Ziemlich rot sieht es dann halt aus bei C, also da sind noch ein paar andere Schiffe unterwegs, die uns dann hier gefährlich werden könnten. Wir versuchen hier diese Distanz hier einfach zu wahren und versuchen hier den Kurfürsten dann weiter zu beschießen, währenddessen er sich dann auf andere Schiffe dann halt konzentriert. Einen Brand hat er gelöscht, also es wäre ganz schön, wenn wir ihn nochmal in Brand setzen könnten. Aber das ist dann halt RNG und RNG ist, glaube ich, diesmal für den Kurfürsten gewesen. Ich glaube, da kam kein Brand jetzt mehr drauf. Dementsprechend konnte er sich jetzt hier kurz hinter der Insel verziehen. Ja, der C-Cap ist hier... ja, relativ gut in roter Hand. Wir sehen schon, hinter uns sind nur zwei Schiffe noch als Verstärkung da. Also wir müssen uns ein bisschen auf den A- und B-Cap konzentrieren, beziehungsweise hoffen, dass da unsere Leute ja entsprechend ihre Aufgaben machen und uns dann bei C unterstützen können. Wir nutzen hier die Inseldeckung erstmal, um weiter hier rüber zu schießen. Jetzt kommt endlich der Brand. Kurfürst dreht ab. Hat ja auch ganz schön gut genascht und nascht jetzt auch nochmal die Yuyang-Torpedos. Also unser Brand konnte hier nicht lange ticken. Dementsprechend haben wir da jetzt nicht mehr so viel Schaden mitnehmen können. 124 Treffer haben wir drauf gelandet. Zweimal konnte man Brände drauf denn setzen. 45.000 an Schaden, was wir hier knapp gesammelt haben. So, und da hinten ist ein San Martin. Panamerikanischer Kreuzer. Der ist ja auch relativ neu im Spiel drin. Da müssen wir natürlich ein bisschen mehr aufpassen. Aber den versuchen wir hier von der Seite aus zu beschießen. Ja, damit er entsprechend hier ja, in und so einer Art Flanke denn Probleme kriegt, dementsprechend hier von beiden Seiten beschossen werden kann. Auch nochmal ein Brand drauf und ihr seht schon, wie schnell der runtergeschossen wird. Ja, und die Montana kann ihn hier halt finishen, war zu offensiv unterwegs gewesen. Hatte sich vielleicht ein bisschen mehr Support erhofft gehabt, aber ja, das blieb dann entsprechend aus. Und mit so einem leichten Kreuzer dann hier so offensiv reinzufahren, muss dann halt dementsprechend auch bestraft werden. So, sieht es erstmal ganz gut aus für uns. Vier gegnerische Schiffe haben wir versenkt. Ein Schiff ist von uns untergegangen. Wir haben erstmal zwei Caps und punktemäßig auch eine ganz gute Führung. Da hinten die Bismarck als nächstes Schlachtschiff, was da reinkommt. Ja, ist so ein typisches Kleber-Ziel, ne? Also Schiffe aus der Entfernung her versuchen, ja, zu nerven mit eurer Hauptbatterie. Wir haben hier vier Zwillingsgeschütze drauf, 139 mm mit einer Reichweite von 13,56 Kilometer. Nachladen tun wir noch von 5,85 Sekunden. Aber wir haben natürlich hier noch unser Special drauf und das nennt sich Hauptbatterie Nachladebooster. Wenn wir den zünden, ja, dann haben wir minus 50% Nachladezeit bei der Hauptbatterie. Das Ganze wirkt dann für 15 Sekunden. Ja, sollte man gucken, dass man das natürlich gezielt einsetzt. Also vielleicht, wenn der Gegner halt gelöscht hat zum Beispiel. Dass wir dann kurz abwarten, bis der Cooldown entsprechend durch ist von der vom Schadensbegrenzungsteam und dann clevererweise versuchen, den nochmal anzuzünden mit einem Hauptbatterie-Nachladebooster, also einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ja, oder natürlich auch, wenn wir hier versuchen, Gegner zu pushen, ja, gegnerischer Zerstörer oder leichte Kreuzer, wo wir dann auf AP-Munition wechseln können und denen dann einfach innerhalb von kurzer Zeit möglichst viele Granaten reindrücken. Aber jetzt versuchen wir erstmal die Bismarck hier rauszunehmen, währenddessen wir den Cap hier weiter blockieren. Also der gegnerische Zerstörer, der hier irgendwo noch immer rumschwirrt, der ist irgendwo noch im Cap hier drinne. Torpedos auf die Bismarck gehen hier raus, falls er reinfahren sollte. Den Gefallen tut er uns aber nicht. Fährt er eher wieder raus, aber das wird er auch nicht mehr lange überleben. Nächster Brand draufgesetzt. Also ihr seht schon, die Brandwahrscheinlichkeit ist ja eigentlich auch ganz in Ordnung. Was haben wir bei einer einzigen Granate? Wir haben hier 11%, also ein richtig, richtig guter Wert. Reicht auf jeden Fall, um genug andere Schlachtschifffahrer damit zu nerven. Und jetzt sieht es so aus, als wenn wir dieses Gefecht ja eigentlich nicht mehr verlieren könnten. Dementsprechend können wir hier offensiver unterwegs sein. Ihr seht schon da hinten die Almirante Grau, die ist dann immer noch hinter seiner Insel unterwegs. Ja, konnte hier nicht so viel machen, beziehungsweise vielleicht hätte auch mehr machen können oder müssen sogar, indem er hier seine Schlachtschiffe mehr supportet. So konnte er halt nur mich da mal so ein bisschen halt beschießen, aber ich weiß gar nicht, ob er auf andere Schiffe großartig wirken konnte, weil in dieser Flanke, wo ich unterwegs war, waren eigentlich keine anderen Schiffe von uns unterwegs. Dementsprechend versuchen wir den jetzt einfach hier raus zu pushen. Und da ist die Shimakaze, das ist das gegnerische, ja, Boot, was uns hier die ganze Zeit versucht hat, den C-Cap abspenstig zu machen. Jetzt smokt er sich nochmal ein. Torpedos sind auch nochmal gleich ready, da können wir dann gleich nochmal drauf wirken. Nachladebooster ist auch gleich nochmal bereit, aber der wird uns hier nicht mehr entkommen hoffentlich. Aber wir haben jetzt natürlich auch genug Unterstützung
aus dem Hintergrund, die auf ihn schießen. Ihr seht schon, wie schnell denn ein Shimakaze runterschmilzt. Und den Kill nehmen wir hier doch gerne mit. Also wenigstens eine Versenkung, die wir hier im Spiel erreicht haben. Und jetzt können wir die Almirante Grau versuchen nochmal ein bisschen zu pushen. Nachladebooster ist hier nämlich bereit. Torpedo ist hier kein Problem. Hat auch nicht gut geworfen. Kein breiter Fächer. Alle Torpedos sind hintereinander weg. Da wollte er vielleicht irgendein anderes Schiff hinter uns nochmal versuchen zu torpedieren und rauszunehmen. Ja, wir jagen jetzt auch so ein bisschen die Almirante Grau. Das sind dann auch die letzten Züge in diesem Gefecht, die dieses Schiff hier machen wird. Nachladebooster ist hier ready. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Türme drehen jetzt alle hier rum, dass wir auch alle dann natürlich drauf haben. AP-Munition ist geladen. Ja, leider steht da noch nicht gut Breitzeit. Ihr seht schon zu viele Abpraller. Jetzt versuchen wir einfach nochmal in die Aufbauten zu schießen. Jetzt kommen die Penhits und auch da die Zitadelle nochmal. Zweite Versenkung hier und das Gefecht ist durch. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar ganz gute Eindrücke sammeln, was diese Kleber CLR hier ausmacht. Letztendlich ist es dann halt dann doch nur die Tarnung. Aber wie gesagt, da sind die Geschmäcker ja verschieden. Einer mag es ja, wenn es schrill bunt ist. Der andere mag es dann halt eher klassisch. Ist halt eine persönliche Entscheidung. Wie das Ganze ins Spiel kommen wird, kann ich euch heute noch nicht sagen. Steht nämlich noch nicht fest. Dementsprechend hoffe ich trotzdem, dass euch dieses ganze Video hier gefallen hat. Wenn ihr so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über den Support. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt auch mal gerne Abo dalassen und die Glocke nicht vergessen. Ja, und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Let's Play oder im Fokus, dann bin ich für euch am Start. Euer Toxic85. Macht es gut. Bis dahin, euer Sikos-Team.